spannt. Wir möchten, dass ja, das Pferd. Wir möchten nicht, dass es sich klein macht, sondern wir möchten, dass es sich wirklich groß macht und somit Platz schafft für alles. Platz schafft für die Knochen, für die Gelenke, die Faszien aufspannt und zwar von innen nach außen. Und dazu muss es natürlich auch mental bereit sein. Das heißt, wenn wir ein Pferd haben, was wir jetzt beispielsweise in irgendwelche Übungen konditioniert haben, das halt auf Knopfdruck A die Übung A und auf Knopfdruck B die Übung B ausführt, dann ist das nicht so ganz zielführend, weil das Pferd im Endeffekt seiner eigenen Kreativität beraubt wird, seiner eigenen Ideen beraubt wird und sich im Endeffekt in der Welt nicht so präsentieren kann, wie es das vielleicht gerne würde, beziehungsweise auch seinen Geist nicht so entwickeln und aufspüren.